Willkommen zurück, liebe Freunde, zu meinem Let's Play Victoria 2. Wir sind im Jahr 1932. Wir sind die stärkste Großmacht mit mehr als doppelt so vielen Punkten als die Nummer 2 Großbritannien. An und für sich geht es uns extrem gut. Unsere Nachbarn mögen uns, die ganzen Großmächte mögen uns, also es gibt keine Großmacht, die uns nicht mehr als 100 mag. Der einzige Nachbar, der uns nicht mag, ist Deutschland und möglicherweise auch die Osmanen. Mal schauen, was haben die? 66. Ja, die versuchen auch gut Freund mit uns zu sein. Einfach deshalb, weil wir ihre großen Nachbarn sind, die sie langsam aber sicher auseinandernehmen, wenn sie nicht spuren. Beziehungsweise eigentlich nehmen wir sie so oder so auseinander. So, wir bauen noch Armeen. Ja, wir bauen noch Armeen. Ja, ich sehe gerade Flugzeuge und Panzer mal offensichtlich wieder nicht. Ja, dann müssen wir da runtergehen. Auf 30%, das sollte reichen, um Flugzeuge und Panzer zu bauen. Und das bringt auch mein Geld wieder in die positiven Zahlen. Brasilien hat Revolutionen. Wo? Nicht, dass ich sehe. Achso, sie sind die schon zu Ende. Na gut. Tatsächlich ist mein Verbündeter Griechenland gefährdet, auseinanderzubrechen. Ich habe mir das mit den Konflikten angeschaut. Und neben Polen, das sich bilden will, hat vor allem Griechenland ein Problem mit den Provinzen, die sie von den Türken bekommen haben, ein wenig in Problemen. Wir hoffen nicht, dass Griechenland wieder zerfällt. Ich meine, Bulgarien kann sich ruhig bilden, wenn es unbedingt will, aber was ich nicht will, ist, dass die Osmanen wieder größer werden. Also, wobei andererseits, da werden wir auf jeden Fall intervenieren. Ha! Und da ist unsere erste Kolonie, die wir zu einem Staat machen können wieder. Der Tschad. Jetzt haben wir, das haben wir am Ende des letzten Mals noch durchbesprochen. Also wir haben bei den nationalen Foki drei Gebiete gehabt, die knapp 1% Bürokraten waren. Der Tschad war jetzt der erste, der fertig geworden ist. Mittelägypten und Kassembe sollten das auch noch schaffen. Schauen wir mal, ob wir noch irgendwen bis zum Ende des Spiels überzeugen können, dass er österreichisch wird. Etwas Kleines am ehesten, geht noch am ehesten, 0,24, 0,2, 0,07, ja, das schaut schon besser aus. Lindy hat auch 15% Österreicher, also so gesehen, oh, 0,74%, da haben wir sogar schon 20% Österreicher in Kenia. Und 2%, 0,14, 0,3. Oh, Ubangi-Shari haben wir sogar schon fast 1%. Da haben wir auch schon 29% Österreicher. Schau an, dann machen wir das doch glatt. Viel besser als das wird sowieso nicht. Achso, den Sudan haben wir gerade erst erobert, deswegen. Na. Das hat sich ja fast ausgezahlt.
Und also noch einer, der bald fertig ist. Noch ein Schiff. So, was ist mit euch? Ist jetzt bei 1%. Ja. Und noch ein Start. Kasembe dieses Mal. Yep, möchte ich. Wo war das jetzt ganz unten? Relativ weit unten. Kenia, glaube ich, wollten wir noch nehmen. Ja, Kenia kriegt auch noch Bürokraten, die wir machen. So, und dann schauen wir gleich mal danach. Sambisi. Der Chat hat eine Glashütte. Kasembe. K-E-D-O-M. Ah, okay. Mal. Wir können ja nicht wirklich Sachen produzieren, leider wird das immer von den Kapitalisten bestimmt, weil wir eine liberale Regierung haben. So, außerdem müssen wir uns um Bayern kümmern. Nicht, dass uns die wieder abhanden kommen. Huch, Griechenland ist ja sehr umkämpft. Italien möchte unbedingt nach Griechenland rein oder sowas. So. Nö, Prestige, Prestige, noch mehr Prestige. Da haben wir auch Katalonien gegründet, das finde ich auch sehr interessant. Also Katalonien ist entstanden so. Gut, wir können wieder so eine Dings machen. Akzeptable Regeln, oder? Ja, machen wir akzeptable Regeln. Schauen wir mal, ob wir alle Reformen durchkriegen bis zum Schluss. Wahrscheinlich eher nicht. Ah, und Upangishari, die wir gerade erst angefangen haben, haben wir auch zu einem Start gemacht. Sehr gut. Jetzt fehlen uns nur noch Unterägypten, Mittelägypten, aber das ist recht groß. Deswegen haben wir das noch nicht geschafft. Schauen wir mal, noch irgendwas halbwegs Wahrscheinliches, dass es noch bis zum Schluss geht. Das ist bis jetzt das Beste. Ja, mal Kongo Orientale. 63%. Da haben wir schon 17% österreichisch. Schauen, wie ist das mit den Nationalitäten. Das ist dieses Grau hier, ist österreichisch. Und jetzt doch schon in einigen Gebieten zumindest teilweise verbreitet. Dann in Kenia gibt es Gebiete, die mehrheitlich österreichisch sind. In Somalia, Djibouti ist mehrheitlich österreichisch. Sehr schön, sehr schön. Also aus Äthiopien, das wird nicht österreichisch werden.
Da unten eigentlich auch schon einiges. Sehr gut, sehr gut. Auch in Österreich haben wir jetzt einige Gebiete bereits immer österreichischer. Wir sehen da diese grauen Flecken zwischendrin. Slowaken gibt es schon fast keine mehr. Gut. Auch die Tschechen wurden weniger. Nur die Norditaliener, die weigern sich, österreichisch zu werden, was ich nicht richtig finde. Naja. Und natürlich da im Norden, diese Gebiete, die wir erobert haben, sind natürlich auch noch immer hauptsächlich norddeutsch. Wie ist denn das da? Ja. Schauen wir uns Schlesien an. Ja, da sind die Österreicher nur minder. Ja gut, aber wir haben dort auch 2,9 Millionen Einwohner, ist dort ziemlich lange. Und Norddeutsch und Polnisch ist dort Heimatding. Das heißt, die werden nicht assimiliert. Es werden nur die assimiliert, die hinkommen, auch die Ungarn nicht. Aber da die Somalier zum Beispiel, die sollten Österreicher werden. Und die Misrinen, was weiß nicht, wie die heißen, und die Schweizer. Das sollten alles Österreicher werden. Ja. Wie ihr seht, Forschung betreiben wir keine, weil wir sämtliche Forschung erforscht haben. Ah ja, wir haben jetzt einen ziemlichen Überschuss wieder. Das heißt, wir könnten bei den Steuern noch etwas weiter runtergehen. Ja, okay. Sozialisten sind gut. Okay. Ha, ich wusste doch. Diese Politik macht es möglich, dass wir auch die Panzer und die Flugzeuge bauen können, damit wir am Schluss in Gjörn Haufen Truppen stehen haben. So, was fehlt denn euch? Euch fehlt zumindest ein Infanterist. Ein Solidaritätsstreik in der Ostschweiz. Nicht so viel Militanz. Ha! Und auch Mittelägypten hat es geschafft. Schauen wir mal. Mittelägypten hat 500.000 Einwohner. Das ist doch keine halbwegs brauchbar große, ein halbwegs brauchbares Gebiet, so wie bei Dalmatien oder so. Und größer als die meisten Kolonien, die wir jetzt zu Staaten gemacht haben. So, schauen wir mal, was haben wir da noch? 50%, so nicht schlecht. 40, 33. 30 und der Ägypten 0,08, okay. Machen wir noch Äquatoria. Ich glaube zwar nicht, dass die wir jetzt noch hier drinnen haben, noch zum Start werden bis zum Ende des Spiels, aber wir würden es auf jeden Fall weitermachen, um ganz Afrika österreichisch zu machen. Sieht man das eigentlich, dass diese Gebiete uns gehören? Nein. Aber wir sollten jetzt einen Haufen Ereignisse kriegen, wo diese Teile, die wir jetzt zu Bundesstaaten gemacht haben, langsam auch zu Österreich dann dazugehören. Suez zum Beispiel wäre schön. Al-Arisch und
Schau mal, Shake zum Beispiel sind schon österreichisch. Gut. Ich nehme auch noch diese Gebiete. Werden mit Fabriken bestückt. Mittelägypten baut eine Dampferwerft. Naja, ob das wichtig ist. Was ist denn eigentlich in Böhmen? Sind da noch so viele Arbeitslose? Ja, das ist ein Wahnsinn. Es wird und wird nicht weniger. Hohes Bevölkerungswachstum. Ja. Noch ein General. Hallo, habe ich nicht gesagt, noch ein General? Irgendwas anderes. So, dann weisen wir mal den italienischen Botschafter aus. Niederlande. Senken die Leitung von Großbritannien. Kolumbien ist bald wieder in meiner Einflusssphäre. Bolivien passt auch wieder. Ja, Frankreich hat auch Baden beeinflusst. Nur Baden müssen wir uns auch schon noch schnell. Oh. Wir können noch eine Provinz verbessern. Schau, schau. Was ist das für eine Provinz? Kenia. Ist das so schnell gegangen in Kenia jetzt? Ja, ich werde mich nicht beschweren. Schon eher. Die Bürokratisierungswelle geht weiter. Wir sind. Oh, da sind wir auf 0,94%. Das geht ja urschnell. 95, 96. Schau, schau. Das hätte ich aber nicht gedacht, dass das so schnell geht. Wahrscheinlich die Steuererleichterungen für die Mittelschicht. Ach, da fällt mir gerade auf. Das sind 4% Angestellte in Pommern. Das müssen wir auch entfernen. Mehr als 4%. Also es ist schon schön, wenn man mehr als 4% hat, aber unbedingt notwendig ist es nicht. Transdanubien, brauchst du noch Angestellte? Nö, 5%. Posen haben wir die 4%, wie wir schon gesagt haben. Istrien hat auch mittlerweile über 1 Million Einwohner. Schaut was an. Und die wird noch Angestellte ausbauen. Ostschweiz machen wir das auch. So, schauen wir mal. Nein, ich will da nicht her. Schaut's an. Tanganyika ist auch fertig. Das geht aber jetzt flott.
davon als nächstes. Oh, das ist schon auf 60% drauf. Bist du wahnsinnig? 85. Was ist jetzt los? Irgendwas in der Verwaltung ist so viel besser geworden, dass... wo ist denn die Verwaltungseffizienz? Na da. Mal schauen. Fast gut verwaltet das Land. Gewerkschaften. Wir werden nicht die Waffen unserer Soldaten gegen die Bürger richten. Das stimmt. Ein paar Einheiten könnten wir wohl für eine gute Sache abstellen. Nein. Wir lassen das. Wir schießen nicht auf unsere eigenen Leute. Man erkennt, was erobert wurde. Tada. Beziehungsweise tada. Und man erkennt, was schon sehr lange bei uns ist und was eigene Staaten sind. Noch mehr Safari. Hurra. Gut, und Großkolumbien können wir endlich wieder zu unserer Sphäre hinzufügen. Okay, hat das schon reicht. Wir verbessern die Beziehungen zu unseren Nachbarn. Oh, Frankreich ist sogar nur noch Platz 5. Japan ist einfach großartig. In Italien sollten wir die Beziehungen gut halten. Ich will keinen Krieg im Süden. Was soll das bringen? Außer nix. Ja, Nagpur ist bankrott. Okay, wo ist Nagpur überhaupt? Das muss irgendwo in Indien sein. Warum sollte ich denen den Krieg erklären? Das sind Abschreibungen, das zahlt eh das Volk. Die zahlen eh nichts eigentlich. Meine Steuern sind so niedrig, das ist unfassbar. 10% runter da. 25. Das bleibt so. Gut, was haben wir gesagt? Wir haben gesagt, du gehst da runter, du gehst da rauf. Und wir bauen neue Infanterieeinheiten für dich. Was ist mit dir? Was fehlt dir? Dir fehlt ein Panzer. Sammelt daher in Lauerstellung. Weil die Infanterie ist im Normalfall schneller als der Panzer. Und ansonsten scheinen die alle in Ordnung zu sein. Von der Größe her. Na dann bauen wir mal. Panzer. So. Und noch eine Kolonie, Kongo Orientale. Die wollen jetzt alles Bundesstaaten werden. Binnen kürzester Zeit. Sind das die tatsächlich die niedrigen Steuern? Kann das sein?
Das sollte auch unserer Industrie noch ein bisschen einen Boost geben bis zum Ende. Unserem Prestige. Richard Kahn. Kahn war ein englischer Ökonom, der Anfang der 1930er Jahre das Konzept der Multiplikatoreffekts von Ausgaben in einer Wirtschaft entwickelt. Die Grundlage des Konzepts war, dass Ausgaben für Güter und Dienstleistungen neues Nachfragepotenzial durch die anfänglichen Anbieter dieser Güter erzeugte, was zur Nachfrageerweiterung über den Wert der Anfangsausgaben hinausführte. Das Konzept des Multiplikatoreffekts, das sich auch John Maynard Keynes bei der Erstellung seines Konzepts der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage zunutze machte, wurde zunehmend von Staaten übernommen, die unter wirtschaftlichen Schieflagen litten. Mit Hilfe dieses Konzepts sollte der Staat selbst seine Ausgaben in der Wirtschaft erhöhen, um die geschwächte Nachfrage wieder zu beleben und das Wirtschaftswachstum wieder anzukurbeln. Ja, und was bedeutet das, Herrschaften? Das bedeutet so viel wie, der Staat gibt irgendeinem Geld für eine Leistung, der gibt das Geld wieder weiter aus, der, der es gekriegt, gibt es nochmal weiter aus und so weiter und so fort. Das heißt, das ist dieser Multiplikatoreffekt. Das erhöht auch die Steuereinnahmen des Staates, weil für jede Leistung, die erbracht wird, wird ja Umsatzsteuer erbracht. Das heißt, wenn wir zum Beispiel, wenn der Staat heutzutage zum Beispiel einem Malermeister 1000 Euro gibt, dafür, dass der irgendwas anmalt, und dieser Malermeister nimmt diese 1000 Euro Gewinn und steckt sie zum Beispiel in ein Auto, dann muss er das Auto kaufen und zahlt 200 Euro davon alleine schon einmal Umsatzsteuer von den 1000 Euro, die er da ausgibt. Die 800 Euro, die beim Autohändler ankommen, der gibt das halt aus für, keine Ahnung, irgendwas anderes und muss dort auch Steuern zahlen. Das heißt, er würde da 160 Euro zahlen, wenn es Umsatzsteuern sind und so weiter. Das heißt, es wird zwar auch immer weniger Geld, aber das Geld fluktuiert ein wenig und die Nachfrage wird dadurch nicht nur bei einem angekurbelt, sondern bei mehreren. Und das hat offensichtlich dieser Herr Kahn von sich gegeben. Das funktioniert im Übrigen besonders gut in Staaten, wo wir sehr niedrige Steuern haben. Weil je niedriger die Steuern sind, desto weniger Geld geht durch Umsatzsteuer verloren. Ist klar, oder? Ja. Okay. So, naja, dann zurück. Wir sind im Jahr 1933. Wir sind jetzt genau ein Jahr unterwegs und haben eine halbe Stunde dafür gebraucht. Ich bin echt ein lahmer Spieler. Wir haben wieder Wahlen. Und wir können wieder. Hey, wo ist der jetzt hin? War doch gerade einer, der seine Kolonie, der wollte doch gerade eine Kolonie, ein Bundesstaat werden. Wo ist das hin? Baden haben wir gesagt. Hey, sogar zwei. Äquatoria. Österreichisch-Ungarisch Lindi. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, wie viel Prestige wir dadurch gewonnen haben. Aber wenn das so schnell weitergeht. Wow. Nicht schlecht. Wenn es so schnell weitergeht, dann Weghorn davon auch noch.
Tür, nein. Sudan. Uganda und Ägypten. Naja, aber die 30 Minuten sind wieder vorbei. Ich glaube, wir werden für heute Schluss machen. Okay, und die Klappen, denen offensichtlich, ja, irgendwie schon. So. Gut, Herrschaften, dann wünsche ich euch für heute noch eine schöne gute Nacht. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann. Ciao, ciao.